Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Juwelier Bardot. Ich sitze heute hier mit meiner Mutter und meiner Tochter. Die Firma Bardot besteht in diesem Jahr 125 Jahre und wir wollen uns jetzt einmal darüber unterhalten, was in den ersten 125 Jahren unserer Firma alles so geschehen ist. Und ich darf euch vorstellen, meine Mutter Gundis Bardot und meine Tochter Alexandra Bardot und wir wollen uns jetzt einfach mal ein bisschen unterhalten. Wie fing das denn an? Vor 125 Jahren warst du nicht dabei, das habe ich schon verstanden. Richtig. Aber du kannst, glaube ich, ein bisschen was erzählen, wie die Firma gegründet wurde. Ich fand, das war eine ganz interessante Geschichte. Ja, der Gründer war der Großvater meines Mannes, Heinrich Bardot. 1897 wurde die Firma gegründet und er war offensichtlich Uhrmachermeister und arbeitete auf der Neustraße in Neuss. Und dann hatte er etwas später die Gelegenheit, durch eine Erbschaft seiner Frau das Haus hier auf der Niederstraße 3 zu kaufen. Und der Sohn Franz hat dann nachher, nachdem er auch eine Uhrmacherlehre absolviert hatte, das Geschäft übernommen. Und man verkaufte Orden und Ehrenzeichen und Uhren, auch Großuhren. Ich kann das vielleicht mal kurz zeigen. Wir haben hier so ein altes Foto. Das ist also das Haus Niederstraße 3, was der Heinrich gebaut hat. Und dieser kleine junge Mann in der weißen Kittelschürze, das ist mein Großvater. Also, so haben die Kinder damals. Ja, ja. So, und während des Zweiten Weltkrieges fiel hier in der Nähe eine Bombe und das Haus wurde zerstört. Und naja, jedenfalls nach dem Krieg kam die Familie dann zurück und da das Haus kaputt war, hatte man eine Baracke gebaut und verkaufte dort. Bis dann 1952 hier alles aufgebaut wurde. Das hat der Papa mal aufbewahrt. Das ist eine Türklinke, das ist die Original-Türklinke aus dem alten Haus. Ja, und auch die Standuhr, die unten steht. Und unten steht noch eine Standuhr. Ja, also wir haben dann von meinen Schwiegereltern am 01.01.1974 das Geschäft übernommen, hatten da schon drei Kinder und dann wurde das Geschäft mit allem Pipapo, also umgebaut mit Sicherheit und allem. Ihr habt ja in eurer aktiven Zeit, also du und Papi, habt ihr ja auch viele wichtige Marken eigentlich aufgenommen, nicht? Es wurde immer verkauft, dann wurde immer das Gleiche wieder eingekauft. Und ich war eigentlich auf der modernen Schiene und habe gedacht, wenn du jetzt mal da das Sagen hast, dann wirst du direkt modernen Schmuck einkaufen. Ja, dann bekam ich direkt Krach mit dem ersten Lieferanten, der es gewohnt war, dass mein Schwiegervater mal eben für 20.000 D-Mark kaufte. Und ich habe dann gesagt, Moment mal, das ist noch am Lager, das ist noch am Lager. Und der rief mich am nächsten Tag an und war höchst beleidigt und hat gesagt, also ich wäre wohl nicht die richtige Person für das Geschäft und hat mich beschimpft. Und dann habe ich gesagt, wenn ich noch mal so etwas höre, brauchen Sie überhaupt nicht mehr wiederkommen. Dann habe ich mich durchgesetzt und mein Mann hat mich auch gelassen und ich habe junge Goldschmiede, die wunderschöne, frische, moderne Sachen hatten, eingekauft und es lief hervorragend und ich habe viele Jahre lang gerne moderne Sachen gekauft. Ich hatte Kunden, die zu mir kamen und für die ich auch auf den Messen einkaufte. Zu der Zeit haben wir auch Rolex aufgenommen, ja. Aber das war, wie soll ich das mal sagen, das waren die Aufbaujahre, da wurden andere Dinge verkauft. Und zu unserer Zeit kam ja erst das Moderne auf. Mhm. Ja, und da ich jung war, fand ich das Moderne natürlich auch gut. Ja. Und es macht mir auch heute noch Spaß. Ja, ein ganz großer Wechsel. Dann in der Art des Arbeitens hier im Geschäft stelle ich mir vor, dass die Einführung der Computer war. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Ja, das war Anfang der 90er Jahre, wo ich auch eingetreten bin ins Unternehmen. Und da hatte, ich würde mal sagen, so 10% der Juweliere hatten einen Computer. Und die meisten haben dann auch, sagen wir mal, so fertige Anwendungsprogramme von Branchenspezialisten gekauft. Das war damals so eine Situation, dass man gesagt hatte, na ja, da müssen wir uns jetzt auch mal mit beschäftigen. Das könnte ja irgendwann mal wichtig werden. Und dann hat man sich ja erstmal alle Dokumente und Daten, die man so rumliegen hatte, hier in digital 1:1 übertragen. Wir haben tatsächlich mit der Warenwirtschaft angefangen. Im Grunde war die allererste Geschichte, lass uns mal unser Lager abbilden. Weil das war wirklich, es ist ja genau wie du eben gesagt hast,
man hat einen Haufen von Schubladen, aber hatte auch Karteikarten, aber man hat es nicht unbedingt im Kopf gehabt, was man da alles hatte. Erst haben wir mal die ganze Ware da aufs Dings übertragen. Also das fand ich genau. Auch. Also dass man ganz schnell gucken konnte, was am Lager war. Das war schon angenehm. So sind wir auf das Datenbankprogramm gekommen, mit dem wir heute arbeiten. Das heißt, wir haben dann erst mal angefangen, selbst so ein bisschen rumzuspielen, zu basteln. Eigentlich war es eine Adressverwaltung am Anfang, dann kamen Dokumente dazu und dann ist das nach und nach gewachsen. Ja, und heutzutage, also die Digitalisierung hat ja unsere ganze Arbeitsweise eigentlich immer mehr erfasst, also auch die Kommunikation. Ja. Also E-Mail ist ja jetzt schon fast wieder abgesagt. Also wir machen wahnsinnig viel mit WhatsApp, mit den Kunden mittlerweile. Ehrlich? Verschicken also auch Bilder und Texte. Laufen ganze Beratungsgespräche, also über WhatsApp. Schriftlich dann. Das Schönste finde ich eigentlich immer, dass die Kunden ihre Geschichten mit uns teilen. Ja. Du kommst ja nicht anlasslos zum Juwelier, es sei denn, irgendwas ist dir kaputt gegangen. Aber, aber in der Regel, wenn es um Anschaffungen geht, hat man einen Anlass. Man hat einen Geburtstag, man hat ein besonderes Fest, man hat ein Jubiläum oder man hat was ganz Tolles geleistet. Dahin, ne? Und die Leute teilen die Geschichten mit uns. Und das muss ich sagen, das macht das eigentlich auch sehr, sehr besonders. Wann habt ihr denn den Webshop eingeführt? Das ist ja jetzt... Ich weiß das gar nicht mehr genau. Wir haben ehrlich gesagt eine ziemlich lange Experimentalgeschichte damit. Ich meine sogar, dass Mitte oder Ende der 90er, da ging das mit dem Onlinehandel los und das galt damals in unserer Branche als ausgemachte Sache, dass das nichts für uns ist. Das wusste jeder. Also jeder wusste, Onlinehandel, das kann nicht funktionieren für Uhren und Schmuck. Und eine der wenigen Plattformen, die damals richtig gelaufen sind, war eBay. Und wir haben tatsächlich unsere ersten E-Commerce-Schritte bei eBay gemacht. Das weiß ich noch, wir haben damals von einem bestimmten Schmuckhersteller, das war Altware. Und dann haben wir gesagt, naja, muss ja irgendwo hin. Und wir wollten nicht unbedingt mit großen roten Preisschildern im Schaufenster operieren und haben gesagt, wir versuchen das mal online zu verscherbeln. Ja, habt ihr direkt die Reichweite des Internets? Ja, wir hatten damals eine Praktikantin vom Quirinus-Gymnasium, die Frau Özkan. Hallo Frau Özkan, wenn Sie jetzt hören. Also es war eine sehr nette Zusammenarbeit. Die hat das eigentlich für uns alles entwickelt und aufgebaut. Die hat das hat sie toll gemacht. Und das waren eben unsere ersten Gehversuche mit dem E-Commerce. Wir hatten parallel dazu eine eigene Website aufgebaut, weil das durfte man dann schon machen, also eine Repräsentanz, quasi so eine Art digitale Visitenkarte. Und dann haben wir das ein paar Jahre so betrieben und irgendwann gesagt, Mensch, eigentlich, man müsste doch auch mal Ware normal verkaufen können. Also jetzt nicht immer nur als Schnäppchen, sondern auch wirklich normal. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Der neue Shop wird unter Shopify laufen, weil wir von so einer Cloud-Lösung viel halten, weil wir inzwischen viel gelernt haben. Und ich finde bei Shopify, also was mir bei Shopify persönlich gut gefällt, ist eigentlich die Schnelligkeit und die gute Darstellung auf Mobilgeräten. Ein schönes Feature davon ist, dass man auch sehr leicht den Shop internationalisieren kann. Man kann es in andere Sprachen übersetzen lassen. Das ist etwas, was sehr interessant ist für uns. Wir möchten unbedingt internationalisieren. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also einfach, weil wir unsere Reichweite damit vergrößern. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch Produkte, die es nicht an jeder Milchkanne gibt. Genau. Also wir können deutlich mehr Kunden damit erreichen. Genau. Schmuckwerk. Ja. Ja, Schmuckwerk verkauft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Aber Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, das existiert es praktisch ist nicht. Ist unglaublich, was da. Ich finde, diese Marke hat ungeheures Potenzial. Ja. Und deswegen ist das wirklich ein wichtiger Schritt, da auch eine internationale Plattform anzubieten. Okay, war eine Tour de Force durch 125 Jahre Geschichte der Firma Bardot und was da noch sonst so an Befindlichkeiten übrig geblieben ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war nicht zu persönlich und sage gerne bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Herzlichen Dank und tschüss.